jetzt sehe ich nichts. Leute, seht ihr, was ich sehe? Seht ihr zufällig auch, was ich da sehe? Ich sehe da nämlich was ganz Tolles. Wenn mich meine Augen gerade nicht täuschen, dann sehe ich da unmittelbar vor uns eine Axt. Und wisst ihr, was eine Axt ist, Leute? Eine Axt ist eine Waffe. Das bedeutet, wir können zurückkämpfen. Oh nein, nicht die Unsichtbaren. Sag mir nicht, dass wir jetzt hier mit den Unsichtbaren zu tun haben. Das ist Leslie. Leute, das ist Leslie. Oder? Nee, es ist nicht Leslie. Ich habe mich geirrt. Es ist Cthulhu. Und er steht direkt neben uns. Was passiert denn, wenn der uns erwischt? Leute, wir brauchen diese Axt. Das ist jetzt natürlich räudig. Und wenn wir uns nicht wehren können, hier unsichtbare Gegner entgegenzuschmeißen. Schleichangriffe. Töte einen Gegner blitzschnell mit der Axt. Die Axt ist anschließend unbrauchbar. Mit der Axt kannst du Gegner, die dich nicht bemerkt haben, blitzschnell von hinten töten. Schleichangriffe funktionieren nicht bei allen Gegnern. Alter, ist der widerlich, ey. Alter. Bis sie reagiert, ist der schon 10 Meter weiter. Dann warten wir, bis er wieder in die andere Richtung geht. Wir wissen ja, dass der gleich abbiegt. Das Gute ist, dass der unser Licht anscheinend nicht wahrnehmen kann. Denn ohne Licht wären wir hier echt aufgeschmissen. Und tschüss, Mann! Ich hätte die Axt lieber behalten. Oh Mann, oh. Die haben mir meine Axt weggenommen. Oh, hier ist wieder so eine Musik. Platte. Wo? Ich habe ihn doch gerade gehört. Sind wir das? Machen wir diese Geräusche? Ich hoffe, wir machen diese Geräusche. Was ist denn hier an der Wand los? Schön vorsichtig immer gucken. Wir wissen nicht, wo der nächste Unsichtbare sich rumtreibt. Aber wahrscheinlich hier in diesem Gang. Hier hat sich die Tür gerade von selber geöffnet. Warum hat sich die Tür von selber? Warum schließt sich die Tür von selber? Okay, ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht, da ist er ja. Okay, der läuft da hinten hin und her. Er bleibt aber anscheinend außerhalb der Reichweite unserer Taschenlampe.
Was jetzt natürlich gemein ist, weil wir dann keine Chance haben zu sehen, wann er uns bemerkt. Ich denke, wir holen uns einfach mal ganz unauffällig diese Axt hier. Dann höre ich doch schon den nächsten. Hier in dem Raum ist doch auch einer. Oder ist das der draußen im Gang? Können wir den von hier aus hören? Ah. Ich würde sagen, wir sollten auf Abstand gehen. Obwohl er ja hier anscheinend nicht ankommt. Wir beobachten mal, wo er langläuft. Er kommt hier reingeschlabbert. Schlabber, 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 schlabber. Kommt uns gefährlich nah. Und bemerkt uns! Alter Frau, du bist nutzlos! Alter, benutzt doch die Axt! Okay, der kommt so weit geschlabbert, dass er uns da in der Deckung sehen kann. Und der Checkpoint war, bevor wir den ersten getötet haben, oder? Seufzt. Kann ja wieder was werden, ja? Huch. Na gut. Ja, der erste war ja einfach. Weil der sieht jetzt anders aus, ne? Ich meine, der zweite ist so eine aufgerissene Hackfresse. Aber insgesamt anderes Grundoutfit. Überraschung! So, und weiter geht's. Wir kennen ja den Weg. Planscht da hinten rum. Blöde ist nur, wenn wir nicht sehen, wann er hier vorne steht, weil wir zu weit weg sind, haben wir nicht wirklich eine Chance, ihn zu erwischen. Können wir ihn sehen? Kommt er nah genug ran, dass wir ihn sehen können? Ja. Hi, Schatzi. Na, wie geht's? Ich habe hier eine Überraschung für dich. Extra für dich mitgebracht. Bin ich nicht dein Engel? So, okay. Schon wieder einer? Hier im nächsten Raum oder wo?
Taschenlampe zeigt mir gar nichts. Kann ich dieses Rad drehen? Das ist ja schon recht verdächtig hier. Vor allem kann ich dieses Rad drehen, ohne dass wir irgendwelche Gegner anlocken. Das ist ja mehr oder weniger das Wichtigste hier. Okay, da scheint es weiterzugehen. Aber hier haben wir ja auch noch einen Raum. Ich höre kein Schmatschen und Platschen. Was ich sehe, ist ein Messer. Können wir das mitnehmen? Wo? Leute, ich habe doch gerade wieder so einen Tentakel-Freak gehört, so einen Cthulhu-Wannabe. Aber wo? Etwas ist noch viel erschütternder. Unsere Testsubjekte sterben. Sie kommen abrupt aus dem Stem und sterben mit völlig verängstigtem Blick. Und die, die überleben, sind katatonisch. Sie plappern unverständliches Zeug und lassen sich nicht befragen. Wir taten nichts, was die Veränderung bewirkt haben könnte. Es muss am wachsenden kollektiven Bewusstsein im STEM-System liegen. Die Patienten können dieser Belastung nichts entgegensetzen. Wir brauchen gesunde Subjekte, vielleicht reinigen sie auch das System. In seinem jetzigen Zustand ist es nicht tragbar. Das wird Mobius wohl kaum gefallen. Und dieses Mal werden sie mir die Schuld geben. Unser neuer Prototyp in Beacon ist fast fertig. Wenn er bereit ist, stelle ich ihn auf das Funksystem um. Selbst wenn die ursprünglichen STEM-Experimente fehlschlagen, beweise ich Mobius mit der nächsten Generation meinen Wert. Schön für dich. Ich bin echt stolz auf dich, Alter. So ein Freak. Ist hier vielleicht in den Schränken irgendwas drin? Ich meine, es muss einen Grund geben, warum wir uns hier einen Schrank haben, in dem wir uns verstecken können. Genauso muss es einen Grund geben, wieso wir hier einen Gegner angezeigt kriegen. Boah, ich habe dieses Schleichen mit unsichtbaren Gegnern in Resident Evil Revelations 2 gehasst und ich hasse es hier genauso. Okay, ich habe was gehört. Da oben noch irgendwas ist? In der Kiste da oder so? Weil wir müssen ja bestimmt durch das Rohr. Und ich werde einen Teufel tun, mich irgendwie anders fortzubewegen als so. Solange wir es hier mit unsichtbaren Gegnern zu tun haben. Aber die haben im Hauptspiel schon so genervt und da konnten wir uns wenigstens richtig wehren. Hier ist das ja noch um einiges schlimmer. Hi! Na, ich hab dich vermisst. Lange nicht gesehen. Doch wieder erkannt. Ich will da nicht raus. Ich will da nicht raus. Alter, diese blöde Zuppe. Und ich traue mich trotzdem nicht, die Taschenlampe runterzupacken. Weil im Moment hört man ja nur sie. Da hören wir ja keine unsichtbaren Feinde. Die Lampe.
Nicht gut, gar nicht gut. Gerade Sequenzen sind nicht gut. Da passiert immer irgendwas in Sequenzen. Ich wette, das hat wehgetan. Die schon wieder. Was? Jetzt wissen wir wenigstens, wo die Dinger herkommen. Und wie es aussieht, kriegen wir eine Waffe. Komm schon. Bumm. Du bleibst weg von mir, so. Eine Action-Sequenz. Nimm mal hin. Immerhin mal ein bisschen Action hier. Sowas habe ich gewartet. Und wieso haben wir eigentlich jetzt unbegrenzte Munition, wenn wir vorher gar keine Waffe hatten? Das erklärt mir mal bitte. Nein! Da habe ich auf die falsche Stelle gezielt. Ich unterschätze, oder nee, ich überschätze auch den Explosionsradius von den Dingern. Ich habe gedacht, wir hätten den einen da mit dem Viech gleich zusammen ausschalten können, aber das hat ja nicht funktioniert. Na gut. Boom. Lassen wir es mal etwas langsamer angehen. Bei jeder Gelegenheit nachladen. Wichtig sind vor allem die Kriecher. In der ersten Runde habe ich besser geschossen. Bei den Kriechern vor allem die roten, weil die explodieren direkt. So, wo geht's weiter? Da hinten steht noch einer. Der war schon wieder zu nah. Ich lasse mich von dem hinten links zu sehr ablenken. Das war im ersten Durchlauf genau der gleiche Fehler. Denn wenn ich mich auf den konzentriere, habe ich potenziell nicht mehr genug Munition, um die explodierenden Viecher auszuschalten, die dann da von rechts kommen. Rubik. Da war ja Rubik. Ist der im Ladebildschirm immer da gewesen? So, absolute Priorität auf die Viecher. Konstantes Nachladen. Gemein sind die Dinger, die noch nicht rot sind. Weil die müssen wir zweimal abschießen. So, jetzt kommen die hier von... Da kommen wir schon. So, jetzt können wir uns nämlich auch wieder konzentrieren. Verdammt nochmal, Mädchen, du hast eine Schusswaffe. Ja, in der Zeit, wo du die Arme gehoben hast und geschrien hast, oh mein Gott, der wird mich töten, hättest du ihn abknallen können. Mann, ey. Okay, der Teil ist irgendwie frustrierend.
stirbt. Du, genau. Kommt da hinten einer. Und da kommt einer. Nachladen. Nachladen. Jetzt kommen die von rechts. Und da hinten sind auch zwei. Da hinten links, da stehen zwei Normalos. Nachladen. Nachladen. Jetzt erstmal den hier. Jawohl, so hätte das gleich laufen müssen. Könnt euch nicht an mich anschleichen. Lad nach! Verpiss dich, Lampenlady! Also eben gerade hatte ich noch 7 Schuss in der Waffe und jetzt ist sie leer? Wem willst du denn das erzählen, Mädchen? Boah. Leute, ich bin froh, dass wir den Teil abgeschlossen haben. Ich hoffe, wir kriegen jetzt erstmal einen Checkpoint. Und ich habe mir schon gedacht, dass... Wenn Leslie hier unten ist, wird er nicht lange überleben. Ich muss ihn finden. Ich habe mir schon gedacht, dass Lampenladys Schwachpunkt die Lampe ist. Und wir haben die Schusswaffe nicht mehr. Wie sollen wir die Schusswaffe nicht mehr? Denn es ist eine Sache, wenn keine Munition mehr drin ist. Hier, einer von euch am Leben. Aber deswegen muss man die doch nicht wegschmeißen. Oh. Aber es war zumindest mal eine Abwechslung zum müßigen Trott, den wir jetzt hier in den anderen Folgen hatten. Was ist das denn da? Noch so, nur eine Reflexion. Dass wir tatsächlich mal ein bisschen Action haben. Guckt mal, da können wir eine Leiter hochklettern. Ich will nicht ausschließen, dass wir das tatsächlich auch machen müssen. Was ist mit den anderen? Wie gesagt, vollkommen entbehrlich. Sie sind für ihre Mission ohne Belang. Stehen Sie ihnen im Weg. Wissen Sie, was zu tun ist. Okay, wenn wir hier so eine Sequenz kriegen, dann vermute ich mal, dass wir da hinten weiter müssen. Dann gucke ich erstmal hier die Leiter hoch. Ah, der nächste Tresor. Die haben irgendwie für mich total an Bedeutung verloren. Weil ein Zahlenrad ist doch langweilig. Das kriegst du ja mit Trial and Error raus, im Zweifelsfall hier. Außer natürlich, du musst eine Kombination eingeben. Was der Fall zu sein scheint. Okay, gut, dann einmal zurück. Wir haben ja schon ein Brieffragment verpasst. Das, von daher reizen die mich nicht mehr so wie am Anfang, aber ich möchte trotzdem so viele wie möglich mitnehmen. Igitt. Wo könnte die Lösung für dieses Rätsel sein? Bestimmt wieder irgendwo an der Wand versteckt. Jetzt renne ich hier die Wände ab und suche alles. Ah, da. Rechts 2, links 16, rechts 3. 2, 16, 3. Läuft doch. Brieffragment 5 von insgesamt 8, aber eins haben wir leider verpasst, und zwar die 3. Das ärgert mich richtig, dass wir Brieffragment 3 verpasst haben.
Das wurmt mich. Vielleicht irgendwo eine Waffe. Ich fühle mich nackt ohne Waffe. Eine Miezekatze! Hallo! Geht. Miezi, was hast du hier gemacht? Komm mal her, Miezi. Erstmal kuscheln und speichern. Komm. Lieb. Boah, ich muss erstmal durchatmen. Ich nutze die Chance für eine kleine Pause. Morgen geht's dann weiter. Mit The Evil Within, The Assignment. Ich bin echt gespannt, was uns hier in diesem DLC noch so erwarten wird. Ich bin auch gespannt, wie lange der noch geht. Und ich hoffe, ihr steht mir weiter tapfer zur Seite, damit ich mir nur ein bisschen in die Hosen mache vor Angst. Bis dann.